Mein Schlaf war heute Nacht nicht gut, drum fühle ich mich nicht ausgeruht. Ich habe lange wach gelegen. Wenn man sich umwälzt, nass von Schweiß und grübelt über jeden Mist, kann man sich immer mehr aufregen. Wenn man auf jede Seite dringt und aus dem Bett das Bein auch hängt, will wohlfühlen nicht so recht gelingen. Wenn man dann aufsteht, um zu pieseln, bis schließlich nur noch Tröpfchen rieseln, hofft man, die Unruhe zu bezwingen. Und wie viel unnötige Sorgen dich nachts bedrängen bis zum Morgen, an die man tags wohl kaum gedacht. Wenn man sich um die Bettdecke wringelt und weiß, der Wecker früh klingelt, dann war das nicht die beste Nacht. Als man noch jung war, unbeschwert, hat Schlaflosigkeit nie gestört. Das kannte man nur von den Alten. Doch in der zweiten Hälfte des Lebens kämpft man um Durchschlaf, oft vergebens, und muss den Tag sich neu gestalten. Wenn man vorm Fernsehen früh schon einnickt, man nicht mehr läuft, weil's Beinchen einknickt, und auch Erinnerung das weicht, dann merkt man jetzt im Grund genommen, das letzte Stadium ist gekommen, das Alter hat dich jetzt erreicht.